Hallo Leute, hier sind wieder McFisto 2051 und Barona MC. Und jetzt sind wir wirklich im Himmel, weil so viel leckeres Essen dagegen war das an der gegenüberliegenden Wand von einem der letzten Male ja gar nichts. Ja, deshalb auch Schlaraffenland. Schlaraffenland. Ich bin noch nicht ganz fertig, habe aber schon also von jedem Sandwich viermal gemacht. Aber wie ihr seht, gibt es einen Haufen Jellies. Und wenn ich weitermache, dann mache ich das stackweise, weil sonst lohnt sich das nicht. Ups, ich weiß gar nicht, was ich alles essen soll. Ich habe gar nicht genug Hunger. Das ist merkwürdig. Hier, warte mal, ich habe noch was für dich. Darfst du auch so essen? Nein. Sieht aus wie Steak. Hier! Lecker! Hier! Himmel! Himmel! Is, ja, is. Mir fliegt Steak zu! Was will man mehr? Nur warum pusht der Magnet das nach draußen? So, das war jetzt ein Steak. So, zuallererst möchte ich mich natürlich entschuldigen, dass ich irgendwie mit den Aufnahmen durcheinander gekommen bin, wo du mich darauf hingewiesen hast. Ja, ich habe ja irgendwie an einem Tag zwei veröffentlicht, dann und dann immer kontinuierlich jeden Tag eine. Also eigentlich hätte heute die letzte Folge kommen müssen. Dann hast du auch einen Voraus gedreht, da ich die ganze Zeit weg war und dann auch leider keine Zeit hatte. Das heißt, wir kommen jetzt am Sonntag wieder zusammen, hoffe ich mal. Also wir haben heute Sonntag. Achso. Ja, jetzt am Sonntag kommt die Folge. Genau. Wir machen die immer schon Tag zwei vorher, das ist ja wohl kein Geheimnis. Doch, das war Geheimnis. Ich habe hier die Monsterfalle umgebaut, du hast gemeint, ich soll hier Obsidian verwenden. Weil mir vorhin Creeper wieder hier ein bisschen dazwischen gefunkt hat. Ja, oh, und jetzt ja auch, man hat's gehört. Ja, aber es ist, glaube ich, nicht kaputt gegangen. Also hast du hier schon obsidianiert? Ja, klar. Keine Obsidian-Slabs? Hä? Gibt's keine Obsidian-Slabs? Nö, aber die sind auch nicht kaputt gegangen. Ja, die sind ja immerhin schon mal aus Stein. Stein geht schon nicht ganz so einfach kaputt. Genau. Weil wenn der Creeper auf Steinboden explodiert, reißt er auch nur so höchstens so ein 2x3 Loch oder so irgendwas und nicht alles mögliche. Aber irgendwie hat mir das kein Zeug gebracht. Warum nicht? Ach, wahrscheinlich, weil der Creeper alles kaputt gemacht hat. Also das hier ist, die XP fliegen uns zu und wir lassen sie uns hier absaugen und ansonsten gibt's Zeug für deinen Zauberstab, hast du gesagt? Ja, eigentlich schon. Da, wenn man einen Mob killt, dann entstehen da ja die XP-Punkte oder Bobble und noch so ein paar kleinere. Und ich glaube, die kleineren sind dann der Fist, den ich mit dem Zauberstab aufsammeln kann. Ah, die habe ich ja schon oft gesehen, die weißen Bobbel, die man nicht sammelt. Genau. Aber ich verstehe gerade nicht, weshalb ich 89 Average Fistkost habe. Ach, auf dem höheren, auf dem goldenen. Okay, da habe ich nochmal 10% mehr. Also okay, nichtsdestotrotz, ich hatte natürlich noch was anderes vor. Ja, ich werde mir jetzt mal kurz gucken. Ich will mir ein paar Golems machen. Deshalb wollte ich eigentlich Fist sammeln. Aber gucken wir mal. Ich schau mal an, was Shadow inzwischen mit diesem mit der Farm gemacht hat. Die ist ein bisschen gewachsen, seit ich die den Leuten das letzte Mal gezeigt habe. Jetzt wird schon jede Menge angebaut. Alle möglichen Bäume und nicht nur ein bisschen Minikyo. Also da sollte jetzt erstmal ein bisschen was da sein. Mhm. Ja. Dann hatten wir gegenüber unsere Lava-Produktion. Indem wir wieder in Crucibles Steine stopfen, so wie wir es am Anfang manuell gemacht haben, nur halt jetzt groß automatisiert. Und dann entsteht schon so ein bisschen Lava, die wir auf Vorrat haben. Minimal. Ich wollte ja hier was umbauen. Und dann haben wir so eine Wither-Falle, habe ich gesehen. Nee. Da gehe ich mal hin und gucke, so, dass ich einen Wither krieg. Ja, Shadow hatte da mit dem Obsidian was gebaut. Na, guck, nicht genug Fiss. Verdammt, wie war das mit dem Seelensand? Seelensand. Wither Skeleton. Ja, wie viel? Hat eigentlich das Seelensand nicht droppt? Toll. Der eine Zauberstab hat kein Ordo und der andere hat kein Aqua. Oder wie das heißt. Mann. Oh, oh, oh. Wither kommt. Oh, er hat direkt einen Creeper-Hut auf. Sehr süß. Und vor allem hat jeder der drei Wither-Köpfe den Creeper-Hut auf. Aua. Sollte man vielleicht mal ein Screenshot von machen, sieht gut aus. Ich glaube, ich muss mich doch mal runterlassen zu den Dings da.
Ich hoffe, er tötet mich nicht. Ach, gar keine Chance. So, jetzt sollte ich doch hoffentlich genau einen Nether Star bekommen haben. Und deswegen war ich auch hier. Dank den Nether Crops haben wir ja genug Essenz, aus denen wir uns Schädel machen können. Und jetzt stelle ich uns was Schönes her. Naja, erstmal mir. Ich hatte doch einen Haufen Enchelblöcke. Wo sind die? Ich habe letztens irgendwo in der Kiste welche gesehen. Hier, 12. Ich hab sie wieder. Okay, dann hast du inzwischen aufgesammelt. Ja, ich hab sie in dem Knappsack rein. Ja, da haben wir schon getestet, eben ein bisschen, dass der noch individuelles Inventar hat. Genau, und was Interessantes festgestellt, dass der das Inventar behält, auch wenn er weg ist. Weil wir haben gerade meinen eigentlich verloren, ja. Und dann hatte ich schon Panik, weil da war ein bisschen Zeug drin. Genau. Aber das bleibt da. So. Warum geht das jetzt nicht? Jetzt muss ich nur irgendwo die Note finden. Oh, oh. Muss ja irgendwie... Geht. Egal. Ist mir was. Ich gehe jetzt gerade einfach mal nach unten und guck, welche Sterne sich nicht bewegen, und es müsste eine Note sein. Geil, ich kann endlich fliegen. Warum ist hier oben das noch nicht abgebaut von der Monsterfalle? Warum fliegt da oben ein Brett? Da waren eigentlich noch ein Traveler's Anchor drauf, der irgendwie... Ich glaube, das ist eine Note. Nee, das bewegt sich. Kannst du mal schlafen? Wo haben wir denn... Moment, das Bett müsste auch sein. Schlafen. Wenn du mir noch 10 Sekunden gibst, dann muss ich nicht nochmal extra hier hoch. Warte, ich habe einen Schlafsack. Da war ein Traveler's Anchor und den wollte ich jetzt... Ich wollte die Plattform jetzt nicht kaputt machen, wo der drauf war. Und deshalb habe ich da noch eine kleine Plattform gelassen. So, jetzt muss ich irgendwie eine Note finden. Ich habe das anders gesehen. Der Anchor ist eh nicht mehr da, so. Ja, der ist irgendwie verschwunden. Das war der erste Streich, genau. Und dann könnte ich jetzt endlich mal diese ganzen blöden Dinger kaputt machen, wo wir immer gestorben sind früher. Überhaupt noch? Die Todespunkte? Ja, da waren noch riesige Konstrukte unten am Boden. Ach die. Warte, mach die noch nicht weg. Da ist nichts mehr, die sind alle weg. Wer hat die weggemacht? Ich nicht, ich wollte es gerade tun. Und dann war Shadow wohl schneller, weil er kann auch schon fliegen. Oh, ich finde gerade keine Note, das gibt's nicht. Oh, ich mache jetzt hier einfach Wasser dran und lass mich runter und dann gucke ich mal. Durch die Angelblöcke können wir uns unten einfach so eine kleine, einen Block hinsetzen. Ohne dass wir dann verschollen gehen. Ich hoffe mal, das geht. So, wunderbar, das hat geklappt. Ja, und mir ist unten bin und es geht nicht. Mir ist aufgefallen, dass ich hier schon mal Vorbereitung getroffen habe. Ich habe gehört, den Bau eines MEs und Co. und dann nicht weitergemacht habe. Hier unten soll ein Note sein, habe ich gehört. Oh, verdammt. Das hätte eine Markierung von einer Note sein können, was ich gerade eben weggemacht habe. Ja, ich bin jetzt mal hier unten. Ich guck mal gerade. Eigentlich hatte ich von oben welche gesehen. Aber irgendwie, da ist zumindest mal ein Wisp. Das ist toll, weil der kann mich hier runterhauen, dann bin ich weg. Ja, doof. Doof. Ja, ich wollte mit dem ME weiterbauen, habe auch vergessen, was ich bauen wollte. Finde ich auch nicht gerade besser. Ja, vor allem komme ich halt in der Folge zu nichts, aber das soll ja nicht so schlimm sein. Weiß nicht mehr, wie das geht. Ich muss mal halt diese Folge mal Notes suchen. Ich brauche, glaube ich, Molecular Assembler und sowas war da. Aber doch mal.
tun wir erstmal ein Stacks Crafting Table, die brauchen wir immer. Hä, warum ist hier? Oh, ja. Ich hab gedacht, hä, warum ist hier ausgeleuchtet? Wobei hatte ich F7 gar nicht an. Spätestens mit den Zombies hätte ich erkannt, wo der Fehler liegt. Ich hab hier schon Notes gesehen, Mann. Können wir jetzt voll das Suchbild veranstalten? Wer sieht die Note? Ja, schön. Ich mach mit. Ich habe noch keine Brille, das heißt, ich bin blind wie Fisch. Bin ich auch ohne Brille, also in echt. Ja, da auch, aber ich meine, ich habe hier in-game halt keine. Was sich bewegt, kann keine Note sein. Oh ne, was hat denn der schon wieder gemacht? Was wird mir in die Truhe gepumpt? Dann ist okay. Ich dachte schon. Das, was man alles drin hat. Oh, jetzt sind 45 gebackene Hühnchen. Ja, apropos Hühnchen, irgendwo gar kein schon wieder. Könnten wir schon gebrauchen in der, beim Essensding. Dass die immer am Rand spawnen müssen. Das machen die absichtlich, um dich zu ärgern. Jetzt ist es mir egal, jetzt kann ich endlich drüber fliegen. Ist das eine Note da hinten? Habe ich nur gedacht, das ist ein Fiss und das ist eigentlich eine Note? Dann habe ich mich umsonst jetzt zig Blöcke weggebaut. Ja, natürlich. Du hast ja schon wieder was angestellt. Das ist eine Note und ich habe mich weggebaut. Bin ich doof. Ich habe genau in die andere Richtung gebaut. Ah, hab noch Cobblestone. Na, dafür ist der Knapsack cool. So, wo hast du dich hingebaut? Wo hättest du hin müssen? Hinterm Dings da runter. Beim. Da wo das Essen ist. Hinter den Bäumen. Genau da. Ich sehe sie sogar hier. Boah, du Sau! Was? Du hast mich runtergehauen! Nein! Doch! Ja! Ich hab nichts gehauen! Du bist gekommen und dann bin ich runtergefallen! Also wenn ich nicht zufälligerweise durch meine Bewegung Wind erzeuge, mit dem ich dich mitreiße. Du, ich hab dich gesehen auf der Minimap. Dann bist du runtergefallen und dann war ich tot. Dann ja, bin ich runtergeschubst worden. Ich bin an dir vorbeigepusht, ja, das kann ich auch nicht abstreiten. Und dann hast du, oh, du Sau gerufen. Ja. Weil ich dir zeigen wollte, ich sehe die Note. Dann gibt's da wohl eine Kausalität, einen Zusammenhang. Du kannst dir meine Folge angucken, da ist nichts passiert. Hier, kriegst du was. Bist du unten? Ja, ich bin unten. Ich könnte dich jetzt ein bisschen ärgern. Ich überlege gerade, ob ich das tun soll. Soll ich? Du kannst mal mein das wieder gut machen. Ja? Weiß nicht. Du kannst meinen Grabstein suchen und abbauen und mir das Zeug kann wiederbringen. Kann ich machen, aber ich bin trotzdem noch ein bisschen aschig. Jetzt machst du das Wasser gleich weg. Könnte ich auch, aber das wäre jetzt so aschig wie das, was ich mache. Mal gucken. Okay, ich habe nicht so viel Schamas, das sollte klappen. So viel Chamas dabei mit deinem blöden Knappsack. Wie gut, dass ich ein Magnet habe, sonst wäre schon wieder die Hälfte weg. Ja, guck mal, hochgestiegen. Moment, ich muss irgendwas in den komischen Sack pappen. Nee, musst du nicht. Den Rest hätte ich ja schon aufgesammelt. So, hier nehmen wir das, aber nehmen wir es aber bestimmt nicht in Empfang nehmen, oder? Musst du deine ausmachen. Ich mache meinen Magnet aus und versuche dir deinen zuzuwerfen. Jo. Der wird schon hier, das im Teamspeak. Oh. Der ist an. Leute, keine Ahnung, aber er nervt. Ach, Shadow. Bei mir nicht. Jetzt sind wir schon in der Aufnahme und es nervt, ey. Wie oft... Ey, leck mich am Arsch, schon fünfmal angestupst. Hä? Der ist doch gar nicht da. Weiß nicht, wer es ist. Es hat jetzt so. Fünfmal Hey Wake abgesagt. So, hast du deinen Magnet an? Ja. Dann kriegst du alles wieder. Sollte ja hoffentlich nicht irgendwie verschwinden. Nö. Also krieg ich es wieder ins Inventar. Wahrscheinlich, weil wir zu nah stehen. Aber dein Magnet das hin und her wirft, bis es irgendwo bei jemandem ins Inventar kommt. Toll. Und irgendwo ist bei mir. Was ein ewiges Umsortiere. Alles sehr praktisch. So, la.
Egal, den Tintensack kannst du wohl drauf verzichten. Bin ja nochmal weg. Ja, und mein Knappsack? Oh, Entschuldigung. Ach, das ist ja auch noch voller Schammers. Deine Angel Blocks. Kann man das nicht irgendwo machen, wo nicht so viel los ist? Ja, muss ich extra wiederholen. Stell dich mal einen Schritt nach hinten, dass es wenigstens nicht die ganze Zeit zu mir fliegt. Ja, wenn du mir einen Schritt entgegenkommst, ist es unnötig. Ja, ist was dran. Eine Deko-Bench. Endertank. Die hat Shadow gemacht. Und dann hat er die mitten ins Haus platziert und ich dachte mir, was soll denn das? So kann ich den Rest nicht irgendwo anders hinmachen. Das sind irgendwelche Säfte, Pfeile und sonstigen Schammers. Mhm. Diamond Chisel kriegst du noch. Und den kleinen Zauberstab. Ja, die Zauberstäbe brauche ich, sonst ist die ganze Mission umsonst. So, die Uhr sagt übrigens 16. Minute angebrochen. Nee, ganz kurz noch davor, aber ich habe sie inzwischen auch an. Du kannst es oben da bei dem Getreide in die Ender Chest legen, dann komme ich auch alle dran. Im Getreide? Ja, unter dem Holzdach. Wenn du das da in die Ender Chest legst, dann komme ich dran. Weil da habe ich ja eine Ender Pouch. Okay. So, warum ist die Note nicht mehr da? War das doch keine Note? Hä? Ey, willst du mich jetzt verarschen? Ich mach von morgens bis abends nichts anderes. Gibt's doch nicht. Da war vorhin eindeutig eine Note. Die hast du dir bestimmt eingebildet. Nein. Die hat so schön gefunkelt. Jetzt ist sie weg. Was soll denn das? Du machst Sachen. Hä? War's doch ein Wisp? Hast du irgendwas getötet hier unten? Was sollte ich denn getötet haben? Oder das war das, was du gesagt hast, dass du gemein bist. Du hast die Note irgendwie verpflanzt. Nee, aber man kann sie kaputt hauen. Was hat das gemacht? Einfach mit dem Schwert drauf geknüppelt, bis er kaputt war. Oh Mann, für was habt ihr... It's a prank! Toll. Danke. Oh, für was bin ich jetzt hier unten? Dann ich verunstalte hier unten alles. Versuch nicht zu lachen. Ich verunstalte hier unten alles und du darfst alles wieder aufräumen. Das verspreche ich dir. Ach Mensch. Eine Folge komplett für den Arsch. So solltest du sie nennen. Eine Folge komplett für den Arsch. Und jetzt gibt's hier unten keine mehr. Mann. Da gibt's noch neue, garantiert irgendwo anders. Nee. Ich wollte ja auch hier eigentlich was vom EME bauen und habe jetzt wieder alles mögliche andere gemacht. Ja. Ich hab keine Ahnung. Vor allem hast du mich doppelt geprankt, du Arsch. Erst hast du mich getötet. Das habe ich wirklich nicht gemacht. Das doch, kannst du dir doch angucken. Guckt in die Aufnahme. Ihr seht es. Es kommt irgendwas von oben geflogen und schubst mich runter. Wenn sie nicht wirklich neuerdings den Flügeln irgendwie Wind hinzugefügt haben, war ich es nicht. Und wenn doch, ist mir das neu. Das warst du, eindeutig. Nein. Doch. Ich habe dich nicht gehauen, nicht geschlagen. Hä? Bin ich jetzt wieder Meshugge? Hä? Das ist am besten. Gibt's da nicht. Hast du nochmal eine gekillt? Nein, ich bin schon wieder ganz woanders. Mann. Eine Note will ich aussaugen. Dann können wir meinetwegen die Folge beenden. Ich habe den ersten Molecular Assembler gebaut. Gerade festgestellt, dass wenn man vier... Kammern hat, kann man nicht mehr drauf zugreifen. Das ist natürlich doof. Obwohl, Quatsch, man kann es ja hier reinmachen, oder? Ja, genau so ging der Kack. Oh, wunderbar. Passt das, wenn ich da so in die Decke hänge? Jo. Noch drei Felder frei.
Sollte ich mir von den Dingern bauen, sehr schön. Nee, bin ich. Du bist. Sehr schön, dass du bist. Das ist komisch. Das Gute ist, genau hat nicht das, was ich brauche. Na, Aqua hat sie aber. Heute auch noch Otto. Blink Pattern. Und noch so ein neues Terminal. Wie hieß denn das? Verdammt. Wie heißt das? Interface, Crafting. Pattern Terminal. Dödöd. Perditio, das mit dem Blitz. Glaube ich. Pattern Terminal. Ah. So. Ich habe eigentlich. So, die erste Node gefunden hier unten. Ah, eigentlich die zweite. Toll, auf meinem Grabstein, auf meinem. Nein! Oh oh. Was? Oh oh. Da war ein Enderman auf meinem Erdblock vom Grabstein und ich dachte, ich hätte ihn angeguckt. Und dann hat er so komisch geschrien. Ich dachte, dann bin ich tot. Wer hat sich wohl anders überlebt? Wir haben ein bisschen Zertusquad. Ich lasse dann mal Pattern so herstellen. Ich hätte vorhin mehr machen sollen. So, wie schaut's denn aus bei dir? Ich hab's gleich. Ich guck gerade durch den Spiegel und such die nächste Maut. Ach, ich habe noch keine Crafting-CPU gemacht. Dödöd. Das mache ich als nächstes. Das mache ich in der nächsten Runde. Auf jeden Fall kann ich jetzt schon mal Pattern speichern, dass das Ding weiß, wie es geht. Das ist doch schon mal etwas. Die Crafting-CPU mache ich dann als nächstes. Aber das am besten nächste Folge. Wir sind schon wieder bei der 23. Minute. Schaut's aus. Woher weiß ich denn? Schon wieder mit lauter Schamas aufgehalten. Ich habe doch gesagt, ich habe mir auch eine Uhr gestellt. Meine Güte. Aber wir so aus dem Fenster raus, aus der Fabrik, sieht eigentlich cool aus. Was? Aus dem Fenster der Fabrik zu gucken, sieht cool aus mit den ganzen Planeten da hinten. Ja, hier unten sieht's auch cool aus. Wenn ich noch eine Note finden würde. Gut. Dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich wollte gerade noch zu dir kommen, aber ich weiß nicht, wo du dich verstoppelt hältst. Gut, ja, danke fürs Zuschauen. Schaut bei Varuna auch mal auf dem Channel vorbei und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau, Varuna MC. Varuna alleine werdet ihr nichts finden. Oder mich zumindest nicht. Schaut bei McFisto vorbei. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Da dann auch 2051, deswegen, haha. Ciao, Minecraft. Ciao, Leute. Tschüss, Varuna.